EA Sports. It's in the game. Es ist Zeit, an unsere Kommentatoren Manni und Töppi abzugeben. Ein ganz herzliches Willkommen von beiden Mannschaften hier, René. Herrliches Fußballwetter hier. Und die Fans freuen sich bestimmt auf diese Begegnung. Was bleibt vor dem Spiel noch zu sagen, Manni? Danke, Töppi. Der Platz ist in ausgezeichnetem Zustand, was die Trainer wohl auch von ihren Spielern hoffen. Die Dortmunder spielen heute in ihrem schwarz-gelben Heimtrikot von links nach rechts. Elba. Salihamidzic. Effenberg. Einwurf. Möller. Kohler. Da hat er ihn prima gedeckt. Das gibt eine Ecke. Mal sehen, was sie aus dieser Möglichkeit machen. Möller. Basler. Gut gemacht, der Ball musste weg. Janke. Wunderbar, da wird der Pass unterbrochen. Babbel. Elba. Karna. Effenberg. Möller. Kein Problem. Elba. Stevic. Kapitanovic. Janka. Ein schöner Angriff zum richtigen Zeitpunkt. Effenberg. Gretscher. Der Linienrichter zeigt es an. Einwurf. Super gehalten. Es sah aus, als würde der Schuss ins Tor gehen.
aber da stand der Torwart im Weg. Das war genauso gut, wie es aussah. Eine super Parade. Effenberg. Schöner Kopfball. Scholl. Der verlorene Ball wird aufgenommen. Der Ball geht ins Aus und nun gibt es einen Einwurf. Basler. Scholl. Gmetscher. Basler. Abstoß durch den Torwart. Schön gespielt. Einwurf. Gmetscher. Der Ball wird gestoppt. Barbares! Ein gut ausgeführtes Tor und es ist sein erstes in diesem Spiel. Aber ich denke, dieser Mann möchte noch mehr Tore schießen. Ein wirklich guter Abschluss. Und jetzt geht's hier richtig los. Der Spielstand lautet 1:0. Bobic. Aufweia, ich glaube, das hat wehgetan. Um diesen Ball wegzuköpfen, da ist der Ball drin. Ein schöner Abschluss. Und der Torwart ist geschlagen. Man sah gleich, dass er nicht daneben schießen würde. Er geht ausgezeichnet mit dem Ball. Jetzt liegt die Mannschaft schon mit 2 Toren vorn. Die Spieler scheinen heute in guter Verfassung zu sein. Janka. Bobic. Barbares. Wird toll gehalten vom Torwart. Auch wenn ihn seine Abwehr da ganz schön im Stich gelassen hat. Diese Parade war eigentlich überflüssig, denn seine Verteidiger mussten ihn abschirmen. Nach vorne geköpft. Ein prima Pass. Der verlorene Ball wird aufgenommen. Eine gute Vorstellung in der ersten Halbzeit und eine 2:0-Führung. Die Mannschaft kann mit Zuversicht in die zweite Halbzeit gehen. Jetzt möchte ich gerne in der Kabine sein. Von den Trainern kommen bestimmt ganz unterschiedliche Anweisungen. Ich glaube, die führende Mannschaft konzentriert sich in den nächsten 45 Minuten auf die Verteidigung des Spielstandes. Dadurch könnte das Spiel allerdings wieder sehr interessant werden. Da ist der Anstoß für die zweiten 45 Minuten. Schlecht getimt, dieser Angriff. Effenberg. Kapitanovic. Abstoß, da kann die Verteidigung mal durchatmen. Karner. Schön abgespielt. Janka. Elber. Diese Verteidigung ist in Ordnung. Möller. Karner. Ja, er bekommt den verlorenen Ball. Kurze Unterbrechung, denn der Schiedsrichter gibt einen Freistoß.
Der Pass wurde früh gesehen. Gute Deckung. Gut. Effenberg. Kufur. Da gibt der Schiedsrichter Freistoß. Das ist ja fast schon eine Standardsituation. Eine große Chance, Töppi, die sie hier nutzt. Super gehalten. Es sah aus, als würde der Schuss ins Tor gehen. Aber da stand der Torwart im Weg. Von hier aus eine wirklich gute Chance. Ja, das könnte sich als folgenschwer herausstellen. Gut gespielt, eine Top-Verteidigung. Barbares. Gmecha. Kurze Unterbrechung, denn der Schiedsrichter gibt einen Freistoß. Der Ball ist im Aus. Einwurf. Asler. Der Ball ist im Aus. Nun folgt ein Einwurf. Matthäus. Möller. Barbares. Asler. Elber. Super Parade. Nur noch mit den Fingerspitzen kommt der Tor. Da gibt der Schiedsrichter einen Freistoß. Aus seiner Perspektive war das Foul wohl besser zu sehen. Bobic. Gmecha. Basler. Jank. Lehmann. Da muss er bereits zum zweiten Mal in diesem Spiel zeigen, was er kann. Aber das scheint kein Problem zu sein. Ja, da zeigt der Schiedsrichter die gelbe Karte und diese Entscheidung kann man nicht anzweifeln. Jawohl, der Schiedsrichter hat recht. Die Karte hat er verdient. Elber. Scholl. Gut gespielt. Der Ball wird genau richtig geblockt. Bobic. Kohler. Barbares. Möller. Solche Angriffe von hinten mag der Schiedsrichter überhaupt nicht und dafür gibt es einen Freistoß. Tarna. Eine tolle Aktion. Perfekte Ballabgabe mit dem Kopf und dann ist der Torwart geschlagen. Er suchte sich den Raum und machte das Tor. Einfach super. Dieses Tor bedeutet, dass der Vorsprung geschrumpft ist. Es steht jetzt 2:1. Stevic. Bobic. Schön gespielt. Der Schiedsrichter gibt einen Freistoß und die Hälfte der Fans scheint mit dieser Entscheidung durchaus zufrieden zu sein. Barbares.
Der Schiedsrichter zieht die gelbe Karte, auch wenn einige seiner Kollegen den Spieler für dieses Foul vom Platz geschickt hätten. Diesmal muss ich dem Schiedsrichter tatsächlich zustimmen, das war eine Karte. Der Schiedsrichter gibt Freistoß. Janke. Gmetscher. Ein tolles Spiel wird mit einem 2:1 beendet. Ein harter Kampf im Mittelfeld. Die Begegnung hätte sicherlich auch anders ausgehen können. Aber am Ende war der Sieg doch verdient. Zeitweise war es ganz schön knapp. Ich dachte, sie würden den Ausgleich noch schaffen. Aber das ist ihnen nicht gelungen.